Dieser Mann hat einen ungewöhnlichen Beruf. Keine Reise ist ihm zu beschwerlich, kein Weg ist ihm zu weit. Keine Frucht ist ihm zu sauer, kein Geschmack zu fremd. Mark Brownstein, 50 Jahre alt, Amerikaner mit Sitz in Hongkong, sucht unbekannte Zutaten, um sie kreativen Küchenchefs in aller Welt zugänglich zu machen. Was für eine Gegend für einen Food Hunter. Wenn du den Sand verkaufen kannst, verpacke ich ihn auch hübsch. Versuchen wir es. Mal sehen, wie es läuft. Im äußersten Westen Indiens, im Bundesstaat Rajasthan. Wer hier unterwegs ist, muss schon einen Grund haben. Mark und sein Freund Ajit suchen nach einem dornigen Wüstenbusch, der hier am Rande der Dünen wächst. Gehört das in dieses berühmte rajasthanische Gericht? Ja, ins Ker und Sangri. Das ist Ker. Sangri wächst auf großen Bäumen. Das Klima ist so extrem, dass kaum etwas wächst. Ja, nicht viel Wasser hier. Die Leute haben sich angepasst, nutzen Dinge, die vielleicht eher Kamele oder Vögel fressen. Bewundernswert. Aber es ist aus der Not geboren. Frische Nahrung gibt es praktisch nicht. Ein Dorf irgendwo in der Weite der Wüste. Die Menschen leben einfach. Fremde werden gastfreundlich aufgenommen. Ein Glas Tee zur Begrüßung und gekocht wird Kher und Sangri. Die Kombination von Kherbeeren, einer Kapernart, und den bohnenartigen Sangri-Schoten ist ein Gericht, das selbst in Zeiten extremer Dürre verfügbar ist. Das Wüstengemüse wird mit etwas Öl angebraten, mit Chili und Gewürzen. Zu sehen, wie Kher und Sangri traditionell zubereitet wird, ist wichtig für Mark. Noch wichtiger, wie schmeckt es eigentlich? Jetzt wird sich zeigen, ob sich die weite Reise in die Wüste gelohnt hat. Gute Kombination. Ein bisschen scharf, ein bisschen süß, ein bisschen sauer. Reiner Gemüsegeschmack. Die Konsistenz ist super und die Gewürze passen perfekt. Denkst du, das hat Chancen in einem Restaurant in New York? Ich denke, sie werden es mögen. Sie müssen es kosten. Vielleicht verfeinern, mit gegrilltem Fisch servieren oder mit Hummerschwänzen. Wenn es mir schmeckt, schmeckt es denen auch. Und man kann es trocknen und aufbewahren. Auch darum ist es interessant. Haltbar ist es für Jahre. Marks Freund, Ajitpal Singh, 31 Jahre alt, stammt aus dem Punjab. Seine Familie betreibt ein Restaurant. Wie Mark liebt er das Essen und die Märkte. Schon oft hat Mark auf solchen lokalen Märkten Zutaten entdeckt, die andernorts völlig unbekannt waren. Ja.
Sieht schön aus, wie ein Stein. Was weißt du darüber? Wie heißt es auf Hindi? Kala Namak. Kala heißt schwarz, Namak ist Salz. Und wofür wird es benutzt? Vor allem für Salate, Reiterjoghurt, Buttermilch, nicht zum Kochen. Ajit kennt sich bestens aus in Indiens Küchen und ihren Zutaten und findet zielsicher Sangri, die Wüstenschote, die Zwillingsschwester der Kehrkaper. Mark sieht das Wüstengemüse schon in einer schicken Bar. Sie könnten einen Kher Martini damit mixen. Das meinst du nicht im Ernst? Doch, das ist schräg. Wild wachsende Nahrungsmittel haben den Vorzug, einfach anders zu sein. Anderes Aussehen, andere Textur, anderer Geschmack. Vielleicht reagieren sie anders beim Kochen. Man kann es braten, dämpfen. Es ist vielseitig. Ich habe noch keine Ahnung über den Vitamin- oder Eiweißgehalt. Vielleicht erstaunlich. Nicht überall ist Rajasthan wüstenhaft. Mark und Ajit sind unterwegs im Süden des Bundesstaates. Vijay Vishwa Singh Jadol ist das Oberhaupt eines 900 Jahre alten Herrschergeschlechts. Über 120 Dörfer regierte die Familie hier einst als Rajas, als Fürsten. Politische Macht haben die Rajas nicht mehr. Aber Vijay besitzt bis heute viel Land hier und ist bei seinen Leuten noch immer hoch geachtet. Einst wetteiferten Rajasthans Fürsten darum, wer den besten königlichen Schnaps brennt, den Royal Liquor. Mit einfachsten Mitteln destillieren Vijays Männer bis heute. Und weil in Rajasthan ein nahezu vollständiges Alkoholverbot herrscht, geschieht es heimlich, im Wald. Er lasse Wildfrüchte brennen, erklärt Vijay. Das Besondere der Royal Liquor sei, dass der Obstbrand mit Gewürzen aromatisiert werde. Heute mit dem legendären Safran aus Kaschmir. Von dem hat Mark schon viel gehört. Das ist Kaschmir-Safran? Glaube nicht. Es riecht fast wie Sandelholz. Glaube nicht, dass es überhaupt Safran ist. Gefälschter Safran. Es ist Safran, aber er ist gestreckt. Reiner Kaschmir-Safran ist seit vielen Jahren kaum mehr zu bekommen. Auch nicht für Vijays Dorfdestillateure. Die königlichen Würzschnäpse schmecken Mark und Ajit ausgezeichnet. Anis und Rosenblüten, Ingwer und Kardamom. Der vor allem hat es Mark Brownstein angetan. Du erwartest das nicht. Kardamom kennst du vielleicht noch in Brot, Süßigkeiten oder in Curries. Und dann trinkst du es als Brandy. Super gemacht, schmeckt wirklich wie der Schnaps eines Spitzendestillateurs. Verspielt im Detail, prächtig, fast extravagant. In der Palastarchitektur spiegelt sich die Glanzzeit der Maharanas, der Herrscher Udaipurs. Wo Kunst und Baukunst blühten, entstand oft auch eine ausgefeilte Küche. Zuerst öffnen die Garküchen, dann kommen die fliegenden Händler. Und schließlich kommt Mark Brownstein. Der Food Hunter ist wieder auf der Pirsch. Indiens Gewürze und Indiens Kochkunst sind in der Welt bekannt. Da wäre es schon ein seltenes Glück, etwas ganz Neues, Unbekanntes zu entdecken. Einfach so am Straßenrand. Ajit!
Was ist das denn? Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht ein essbarer Stein? Tante, wie heißt denn das hier? Den gültigen lokalen Namen herauszufinden, ist der erste Schritt, ein Produkt zu identifizieren. In Indien mit seinen Hunderten von Sprachen und Dialekten besonders schwierig. Man erntet sie vom Winter bis zum Monsunbeginn. Du lässt die Frucht auf den Boden fallen. Wenn sie springt, ist sie noch unreif. Wenn sie liegen bleibt, ist sie reif. Das ist der Trick. Auf Englisch heißen die Dinger übrigens Wood Apple, Holzapfel. Oder häufiger noch Elefantenapfel, wegen der außerordentlich harten Schale. Notfalls tut es auch ein Hammer, aber wenn der Elefant schon mal da ist. Die Dinger sind hart wie Stein. Er kann sie öffnen, aber ich denke, er will jetzt Bananen. Das ist okay. Aber der Holzapfel ist gut. Man muss ihn nur richtig zubereiten. Die nette Dame hat Ajit und mir einen Teil der Geschichte erzählt. Scheint eine sehr alte Frucht zu sein. Heute aber mehr oder weniger vergessen. Wächst in wüstennahen Hügeln. Sie scheint aus der Frucht Chutneys zu machen. Mit Gewürzen. Oder sie legt sie scharfsauer ein. Ich habe die Frucht bislang noch nicht probiert. Ich möchte mehr herausfinden. Ein interessantes Produkt zu entdecken ist nur der Anfang. Ist es haltbar und wie lange? Wie sind Vitamin- und Zuckergehalt? Gibt es Allergene? Das Wichtigste ist zunächst, ein Produkt botanisch zu bestimmen. Ajit findet heraus, dass der Elefantenapfel Feronia limonia heißt und zu den Beerenfrüchten zählt. Mark findet immer eine freundliche Großmutter, die noch umgehen kann mit seltenen oder vergessenen Produkten. Chief Kumariji macht ein Chutney und freut sich über Marks Interesse am Elefantenapfel. Du siehst sie praktisch nicht auf dem Markt. Es ist eine arme Leutefrucht. Aber du kannst was ganz Schmackhaftes daraus machen. Gib ein paar Gewürze hinzu, eine süße oder eine saure Note. Das ist definitiv eine Entdeckung. Ziemlich einzigartig. Schwer, nicht enthusiastisch zu werden. Das Chutney ist ausgezeichnet. Mark wird ein paar Kilo der Früchte mit nach Hongkong nehmen. Ich könnte die Frucht zu Küchenchef Harlan bringen, ein etwas wilder Typ, der gerne experimentiert. Mit einem edlen Fisch, Hummer oder Krebs. Mal schauen, was draus wird. Harlan ist dran. Gewürze sind der Schlüssel zu Indiens Küche. Wer die Zeit hat, kauft die Gewürze einzeln und stellt daraus Mischungen her, die sogenannten Masalas. Aber vor allem in den Städten greifen immer mehr Frauen zu fertigen Masalas. Fast alle sind sie scharf, chili-scharf. Die Masala-Brüder, Musa und Irfan Khan, führen ein Geschäft, das seit 4 Generationen Gewürzmischungen herstellt. Berühmt ihr Maharaja-Masala mit Kurkuma. Dazu gibt es hier das schwarze Garam-Masala, sowie Mischungen für Tee, Fisch und Huhn, stets aus frisch gemahlenen Gewürzen bester Qualität. In Europa werden beim Kochen die Aromen meist am Ende zugegeben. In Indien ist das völlig anders. Es ist die Art und Weise, wie hier mit Gewürzen gekocht wird, die zu den tausenden Geschmacksrichtungen führt, überall im Land. Wenn ein Inder sich ein Gericht ausdenkt, geht es immer zuerst um Gewürze. Welche nehmen? Welches zuerst, welches später? Ungeröstet, geröstet oder in Öl gebraten? So kreieren Inder erstmal den Geschmack im Kopf. Dann erst mischen sie die Gewürze.
Wie Noten in der Musik, hohe, tiefe und mittlere Noten. Du kannst klassische Musik machen oder Rock'n'Roll. Mark ist in einem ehemaligen Palast verabredet, einem der luxuriösesten Hotels in Indien. Wieder in Sachen Elefantenapfel. Chef Samir Shah kommt aus Südindien. Den Elefantenapfel hat er noch nie gesehen. Seine erste Idee? Fisch. Das Fruchtfleisch entkernen, fein pürieren und zu einem scharfen Masala geben. Willst du den Fisch backen oder sortieren? Nein, in Papier wickeln und in der Pfanne garen. Noch ist unklar, ob und wie sich der Elefantenapfel vermarkten lässt. Mit ihm in einem solchen Spitzenrestaurant zu kochen, ist eine erste Probe, die gut ausgeht. Butterfisch in einer Kruste aus gewürztem Elefantenapfel. Den Köchen des Lake Palace Hotels schmeckt's. Das wird heute Abend die Empfehlung des Chefs. Seit über 10 Jahren arbeitet Mark Brownstein von Hongkong aus. Hier hat er sein Büro. Mehrere Wochen war er nicht hier. Zunächst die Beute ins Lager, dann wartet der Büroalltag. Bestellungen und Rechnungen. Das Zeug stapelt sich, wenn du so lange unterwegs warst. Papierkram. Um einiges muss ich mich wohl kümmern. Zumindest um einiges. Neue Zutaten zu suchen ist seine Passion. Aber es ist schwer, allein davon die Miete zu zahlen. Ich tue inzwischen verschiedene Dinge. Ich kaufe Produkte, verkaufe sie mit Gewinn. Berate Restaurants, auch mal bei der Suche nach einem neuen Küchenchef, entwickle Menüs. Manchmal halte ich Seminare. Ein Produkt musst du nicht nur finden, sondern ausprobieren, es untersuchen lassen. Du musst den möglichen Markt, Kosten, Preise studieren, Kunden suchen. Und das Produkt muss in bestimmten Mengen lieferbar sein. Erst dann lässt sich absehen, wie erfolgreich es wirklich sein kann. Ein Freund hat Mark abgeholt. Küchenchef Harlan Goldstein aus New York betreibt 6 edle Restaurants in Hongkong. Alle im Börsenviertel der Stadt, wo die Häuser und die Einkommen am höchsten sind. Marks Produkte haben schon häufiger in Harlans Küche gefunden. Riecht interessant. Sehr süß. Süß und sauer.
Sehr, sehr fruchtig, viele Fruchtsäuren. Riecht wirklich gut. Und das kommt aus Indien? Ja, aus Udaipur. Ein vergessenes Juwel. Harlan ruft seinen Dessertchef. Der soll mit dem Elefantenapfel ein Sorbet versuchen. Was hast du sonst noch mitgebracht? Ich habe hier etwas Kehr und Sangri. Konsistenz wie getrocknetes Gras. Kommt von einem Baum. Du nennst das Wüstengras? Eine Wüstengemüsemelange. Sieht aus wie verdorrte Zweige von einem alten Baum. Sieht wirklich sehr fremdartig aus. Absonderlich. Ich muss erst mal wissen, wie man damit umgeht. Vielleicht nehmen wir es zum Räuchern. Das Sorbet vom Elefantenapfel ist fertig. Wir bieten dem Gast etwas Besonderes und darum geht es. Einen Apfel aus Kalifornien kannst du immer kriegen, aber wie oft einen Elefantenapfel? Das sagt alles, oder? Es begann einfach mit Reisen und meinem Drang, überall alles Essbare zu kosten, immer Neues zu suchen. Ich wollte Teil der kulinarischen Welt sein. Und Hongkong ist ideal für mich, ein sehr offener Handelsplatz. In den USA mit der Food and Drug Administration oder in Europa mit der EU kann es Jahre dauern, mit den Regeln klarzukommen. Hier geht es nicht über Nacht, aber doch viel schneller. Things can happen here, not overnight, but much quicker, you know. Harlan didn't like the Kehr and Sangri. Kehr und Sangri war nichts für Harlan. Aber ich denke, er unterschätzt dieses großartige Gemüse aus der Wüste Rajasthans. Ich denke an einen Chef in Shanghai, der es mögen wird. Ich werde es noch mal probieren. Es ist einfach gut. Seit er aus Indien zurück ist, geht ihm eines nicht mehr aus dem Sinn. Ajit. Hey, Ajit. Hier ist Mark. Hey. Wie geht es dir? How are you doing? All right, great. You know, I'm just looking and reading, studying. Ich habe ein bisschen rumgeschaut und einiges über den Safran aus Kaschmir gelesen. And I'm Und ich würde sehr gerne wissen, ob es möglich ist, dorthin zu kommen. Of getting there. Könntest du herausfinden, wie die generelle Sicherheitslage ist? Ja, das wäre wichtig. Yeah, that's going to be important. Kaschmir, im äußersten Norden Indiens. Immer wieder kommt es hier zu Anschlägen. Armee und Polizei sind überall. Paradies auf Erden wurde Kaschmir einst genannt. Auf dem Dalsee in Srinagar versteht man warum. Seit der Unabhängigkeit streiten sich Pakistan und Indien um Kaschmir. Zudem kämpfen seit Jahren Widerstandsgruppen gegen die indische Regierung. Die Folge von Terror und Gewalt: nur noch wenige Besucher wagen sich nach Kaschmir, um die Ruhe eines Hausbootes auf dem Dalsee zu genießen. Schwer vorzustellen, dass es hier so viele Schwierigkeiten gibt. Ich weiß, dass hier etwa seit 16 Jahren so etwas wie ein Aufstand herrscht. Fast unmöglich, nach Kaschmir zu kommen. Das hatte ich schon so lange vor. Inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt.
Vor allem indische Besucher kommen wieder. Das war für mich das Signal, es zu wagen, mir Kaschmir mal genauer anzuschauen. Das Land, die Böden, die Menschen, ihre Speisen, ihre Nahrungsmittel. Ich werde mich gut umsehen. Die Angst ist immer da. Es kommt zu Bombenanschlägen, Feuergefechten. So hast du immer Angst. Und wenn du mit einem westlichen Besucher unterwegs bist, erst recht. Du fühlst dich verantwortlich, dass auch ja nichts passiert. Es ist feucht und noch empfindlich kalt, wenn sich im Morgengrauen Bauern und Händler treffen, zum schwimmenden Markt auf dem Dalsee. Tolle Farbe. Hat deine Mutter damit gekocht? Nein, das gibt's nur in Kaschmir. Es hat einen würzigen Geruch und eine schöne Farbe. Vor allem der Farbe wegen wird es genutzt. Für ein Reisgericht vielleicht. Oder einen Drink. Mark will Safran kaufen. Kaschmir-Safran. Der wird hier durchaus angeboten. Nur ob es auch echter, reiner Kaschmir-Safran ist? Safran ist das teuerste Gewürz der Welt. Und Safran aus Kaschmir galt einst als besonders wertvoll. Ich will ihn probieren. Koste ihn, kein Problem. Ich meine, ich muss damit kochen. Ja, du kannst damit kochen. Aber erst nachdem der Safran bezahlt ist. 500 Rupien, etwa 10 Euro, sollen 5 Gramm kosten. Später wird sich erweisen, dass der Safran von minderer Qualität ist, nicht die Spitzenware, nach der Mark sucht. Es ist herbstlich, als Mark und Ajit hinausfahren zu den Krokusfeldern von Pampur. 2 Wochen nur dauert die Ernte der lila Blüten des Crocus sativus. In Indien wurde Safran schon 500 vor Christus genutzt. Heute ist Spanien der weltgrößte Safranproduzent. Mindere Qualität kommt aus Nordafrika und dem Iran. Seit uralten Zeiten ist Safran das wertvollste Gewürz der Welt. Das teuerste und das exotischste. Safran wird zum Färben von Speisen genommen. Es ist ein sehr feines, manchmal kräftiges Gewürz für Tee, Reis und Fleischgerichte. Es ist kostbar. Jede Blüte enthält 3 Blütennarben. Getrocknet ist dies der Safran. Es gibt Orte, wo mehr Safran produziert wird. Der La Mancha kommt aus Spanien. Die Qualität ist okay. Auch der Iran und Nordafrika produzieren Safran. Kaschmir-Safran war als der beste bekannt, der mit dem meisten Aroma, dem besten Geschmack, der intensivsten Farbe. Fachleute hören zwar von ihm, aber du kriegst ihn nicht. Und das ist das Problem. Ihren hochwertigen Safran zu verkaufen, wird immer schwieriger für die Bauern. Nicht nur wegen der Krise in Kaschmir. Schuld sind manche Händler, sagt der Bauer Murtaz Amir. Es gibt Leute, die mischen iranischen Safran mit dem aus Kaschmir. Draußen steht Kaschmir-Safran drauf, drin ist aber Safran aus dem Iran. So machen die Händler Geld, denn der iranische Safran ist billiger. Das muss aufhören. Dass Kaschmir-Safran mit iranischem Safran gestreckt wird, muss aufhören. Outside should be stopped.
Sind die Krokusblüten gepflückt, beginnt die eigentliche Arbeit. Mühsam werden die empfindlichen Blütennarben gezupft und sortiert, später getrocknet. Die ganze Familie muss mithelfen. Der immense Aufwand lohnt sich für die Bauern nicht mehr, weil gestreckte Ware ihren reinen Safran in Verruf gebracht hat. Die Preise fallen immer tiefer. Viele Bauern wollen aufgeben. Wie viele Blumen braucht man für ein Kilo Safran? 75.000. Ist das das Endprodukt? Die beste Qualität? Ich rieche schon, wie gut es ist. Er ist phänomenal, wie kein anderer Safran. Er ist besonders intensiv, besonders aromatisch, besonders fein. Auch wie er sich anfühlt, extrem fein. Ich denke, wir können iranischen Safran vergessen, wenn wir über Kaschmir-Safran reden. So gut ist er, so viel besser. Mark und Ajit sind auf dem Weg zu einem Koch, einem Meisterkoch, wie es ihn nur in Kaschmir gibt. Gulzar Ahmed Bhatt kocht für traditionelle Feste, immer im Sommer, im Freien, meist für viele Gäste. Bei einem Fest im muslimischen Kaschmir gibt es ausschließlich Fleischgerichte. Gekocht wird auf offenem Feuer. Goshtaba heißen die Klöße aus geschlagenem Hammelfleisch, die in geklärter Butter, Joghurt und Milch gegart werden. Bei einer Hochzeit arbeiten 40 bis 50 Köche für mich. Dann bereiten wir 40 Gerichte für bis zu 1000 Gäste. Für ein normales Fest kochen wir 14 Gerichte. Es hängt davon ab, wie viel Fleisch der Gastgeber bereitstellt. Vazvan heißen die traditionellen Festessen in Kaschmir und ihre Köche sind die Vaza. Als vor etwa 500 Jahren die Mogule nach Kaschmir kamen, stießen sie auf die Tradition der Vazvan. Damals bereiteten die Vaza nur wenige, ich glaube 7 Gerichte. In den vergangenen 500 Jahren haben die Meister mehr als 100 Gerichte kreiert. Darunter extrem interessante Fleischgerichte mit ganz spezieller Würzung. Was wir heute sehen, ist die Zubereitung von 7 Gerichten, die mit Safran gekocht werden. In Wasser gelöst wird der Safran erst gegen Ende des Kochens zugegeben. So behält er seinen intensiven Geschmack. Das ist Maul, die Blüte, die wir auf dem Markt gefunden haben. Die dient zum Färben von Speisen. Aber das Problem ist, die Farbe könnte nicht mehr abgehen von meinen Händen. Ist doch schön. Vielen Dank. Aus der kaschmirischen Färbeblume wird wohl kein großes Geschäft werden. Aber Mark interessiert sich einfach für alles, auch für Rezepte. Der Meisterkoch verrät nicht alle seine Geheimnisse, aber den einen oder anderen Tipp zum Kochen mit Safran erhält Mark dennoch. Mole, water and saffron water. Milch, Water. Vazvan-Gerichte isst man traditionell auf dem Boden sitzend. Immer 4 Gäste essen gemeinsam, natürlich mit der Hand. Der Dalsee ist weithin bedeckt von schwimmenden Gärten und großen Lotusfeldern. Jetzt im Herbst wird Nadru gestochen, die Wurzelverzweigungen des Lotus, was gar nicht so einfach ist.
Mark, du Niete, wo ist der denn, der Lotus? Oh, nice tattoo. You're right. It's a feel. It's a feel thing. Das ist Gefühlssache. Du musst erfüllen, wo die Wurzel im Schlamm steckt. Down in the mud. Nach dem habe ich gesucht. That was the one I was looking for. Der Dahlsee ist berühmt für seine Gärten. Hier wächst das Gemüse, das getrocknet über den langen Winter reichen muss. Mark interessiert sich immer für Produkte, die aus frischen Zutaten hergestellt werden, getrocknet aber lange haltbar bleiben. Er will etwas herausfinden über Ver, eine Gewürzpaste, die es nur in Kaschmir gibt. Zwiebeln, Knoblauch, Kreuzkümmel und Fenchelsamen kommen hinein und noch einiges mehr. Insha diktiert Ajit die genauen Mengen. Jede Familie hat ihr eigenes Rezept für Ver. Mark zerkleinert noch den schwarzen Kardamom, dann ist alles vorbereitet. Überall in Indien schmecken die Gewürzmischungen anders. Wie die meisten Masalas ist auch das kaschmirische Ver extrem scharf. Wenn alle Gewürze im Mörser sind, kommt jene Zutat, die Ver zu einer ganz eigenen Würzmischung macht. Senföl. Du nimmst Ver für Fisch, für Kohlrabi, aber auch für viele andere Gemüsesorten. Es gibt im Essen, das deine Frau kocht, ein ganz spezielles Aroma. Aber am besten passt es zu Fisch. Schmeckt zunächst eigenartig, wenn man es nicht gewöhnt ist. Good balance. Ausgewogen, scharf und würzig. Senf- und Knoblauchnote. Stark. Die Verkuchen müssen nun langsam im Schatten trocknen. Dann kann man sie aufbewahren, jahrelang. Der letzte Abend am Dahlsee. Mark hat ein halbes Kilo Kaschmir-Safran gekauft und die Bauern gut bezahlt. Dieser Safran braucht Hilfe. Darum geht es. Ich werde ihn also anbieten und immer betonen, dass es Kaschmir-Safran ist. Es wäre eine Schande, wenn er vom Markt verschwinden würde. Zunächst mit dem Bus, dann mit der Bahn. Einen Tag und eine Nacht dauert die Reise. Von Kaschmir bis in die indische Hauptstadt, die der Zug früh am Morgen erreicht. Viel Zeit zum Frischmachen bleibt nicht. Mark hat gleich einen Termin. Er ist im Shangri-La Hotel verabredet. Küchenchef Thomas Figovtsch hat im Adlon und im Four Seasons gearbeitet, bevor er nach New Delhi kam. Normalerweise würde Mark es nicht wagen, einem Restaurant in Indien ein indisches Produkt anzubieten. Produkte aus Kaschmir aber sind selbst in der indischen Hauptstadt schwer zu bekommen und etwas ganz Besonderes. Was hast du mitgebracht?
Oh schön, was ist das denn? Eine Blume aus der Familie der Solosha. In Kaschmir nennt man sie Maul. Gut für einen Sirup oder eine Granita, für Eiscreme. Schau dir das an, riech mal. Was ist das? Eine Gewürzmischung. Und dann zeigt Mark seinen Kaschmir-Safran. Ziemlich starker Stoff. Gut, oder? Du kannst es für Meeresfrüchte nehmen. Und du hast selbst gesehen, wie es gepflückt wird? Ja, sicher. Wir waren dabei. Der echte, wirkliche Stoff. Wunderbar. Lass uns was Schönes damit machen. Okay, wir zeigen jetzt alle Ingredienten. Zucker, Pistachio, frische Safran aus Kaschmir. Sahne, Eier. Okay, das will take time now. Chef Thomas Figovc bereitet ein Parfait. Die Sahne rein und in die Formen gefüllt. Fertig. Wunderbar, der frische Safran aus Kaschmir. Das Parfait sieht schon mal gut aus. Jetzt muss es nur noch schmecken. So, komm, drei, probiert. Der Safran überzeugt die Köche, die schon darüber nachdenken, wozu er sich sonst noch eignen könnte. Mit Jakobsmuscheln oder in einem Garnelengericht. Oder mit Hummer, könnte auch interessant sein. Uns wird schon was einfallen, sehr schön. Der letzte Tag im Norden Indiens. Im Schatten der Freitagsmoschee, die Marktstraße Chowri Bazaar, im Herzen Alt-Delhis. Noch einmal riechen, schmecken und genießen. Noch einmal Eindrücke sammeln und Inspiration. Wenn sich Mark und Ajit verabschieden, wird es nicht für lange sein. Der nächste Streifzug ist geplant. Dann durch Indiens Süden.